Hallo Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Simon 5. Ich bin Häuptling Schlafender Wolf. Ja, es passt irgendwie. Hallo Freunde, ja, der NRW bei 18 ist auch hier. Ja, es tut mir leid, was ist denn hier? Lass mal mit die anderen Let's Plays ein wenig leiden, aber ich bin echt hier so heiß auf dieses Spiel und ich verspreche heute auch nur einen Teil zu machen und dann mich vielleicht noch um ein anderes Let's Play zu kümmern. Ja. Und dann schauen wir mal. So, wir schauen uns hier unten im Maschinenraum um. Holzkäfig, den sehe ich doch jetzt schon. Wer weiß, vielleicht brauche ich das, wenn ich ein Zoogeschäft aufmachen will. Okay. Kapitänskajüte, hört, hört. Also das scheint dann wohl... Kapitänskajüte, ja. Der Raum zu sein, wo der Flaschengeist und der Wolf stand. Weil hier sind wir dann reingekommen und hier hinten ging es zur Kapitän... Nein, nicht... Um Gottes Willen. Dreckiger Besen. Besen, Wesen, sei es gewesen, nennst du seinen Zwecke Wasserfließe. Wie ging das Gedicht nochmal? Oh nein, ein Besen hat was mit Putzen zu tun und gegen Putzen bin ich allergisch. Ach komm, Simon, stell dich nicht so... Oh nein. Oh, er will ihn nicht mitnehmen, ich fass es nicht. Man kann sich auch mal ein bisschen zickig anstellen. Den Eimer will er auch nicht mitnehmen. Was? Fair, fair, was war das? Hypermoderne Dampfmaschine. Eine hypermoderne Dampfmaschine, die mich spielend bis zum Auge des Todes bringen sollte. Für den Fall, dass ich Lust habe, mit dem Antrieb zu reden, könnte ich das damit tun. Damit kann man Dampf ablassen. Da ich aber gerade ganz entspannt bin, brauche ich das nicht. Meine Güte, warum kann man jetzt hier alles anklicken? Was haben die Lampe und ich gemeinsam? Wir sind beide leuchten. Okay, wer war Lärm? Sieht total technisch aus. Das ist mir zu hoch. Wieso kann ich hier alles anklicken? Das ist mir ein wenig rätselhaft. So, was haben wir hier hin? Was tropft denn? Großer Haufen Kohle. Na, schau mal an. Da ist bestimmt was Tolles versteckt. Wahnsinn! Unter der Kohle ist... Kohle. Überraschung! Noch mehr Kohle! Und die gesamte Ausbeute vom Wühlen in einem Kohlehaufen ist... Tada! Kohlenstaub. Kohlenstaub. Okay. Den Eimer da will er auch nicht mitnehmen. Heizkesselöffnung. In der starken Hitze verdampfen munter die Heizpilze, die für Energie sorgen. Tja. Da leckt nichts, was wir anklicken können. Okay, mit dem Wolf, denke ich mal, ist sinnlos zu reden. Was wissen du schon wieder? Raff dich auf und komm deinen Praktikantenpflichten nach. Nee, ich bin so müde. Muss mich ausruhen. Und komm mal bloß hier mit so einem Kaffee. Wenn ich schon an das Zeug denke, fühle ich mich so... nüchtern. Kaffee! Woher soll ich aber jetzt Kaffee bekommen? Eine Kombüse war ja offenbar nicht eingeplant. Kaffee. Eigentlich macht er ja nicht wirklich nüchtern. Wenn der Wolf das nur glaubt, dann reicht ja auch irgendwas, das so aussieht wie Kaffee. Aha, sollen wir den Kohlestopp jetzt irgendwie... Könnte ich mir jetzt vorstellen. Jetzt bloß nicht husten. Tatsächlich. Und da jetzt noch ein bisschen Wasser drauf. Moment, wir hatten noch oben einen Eimer mit Wasser. Beim Sumpfling stehen, oder? Vertue ich mich da jetzt? Spiel, hallo? Da, Eimer mit Wasser. So etwas kann ich... Nein, nicht mit da... Ah, Simon. Eimer mit Wasser. Tatsächlich, haha. Jetzt müssen wir das nur noch heiß machen. Jetzt noch umrühren. Voila, fast fertig. Pokal mit schwarzer Brühe. Okay, hier vielleicht mit dem Feuer? Ich weiß nicht, wie ich das damit benutzen soll. Nein. Sumpfling. Dann nochmal nach unten. Ich wünschte, das hätte irgendeinen Effekt. Hm. Okay, Kaffee müsste ja normalerweise heiß sein, deswegen... Mit der kalten Brühe weiß ich niemanden vom Hocker. Sagte ich doch. Wischmob, Taucheranzug, Walfett... Ach nee, hier. Ich weiß nicht, wie ich das damit benutzen soll. Ah, Mann! Okay, wir schauen uns hier hinten erstmal weiter um.
Bin mal gespannt, was Rotkäppchen macht. Das war ja klar. Piratenklamotten, Reklame. Ist das neue Reklame oder alte Reklame? Korsaren. Würde Alex bestimmt stehen. Steampunk-Technologie vom Feinsten. Testen Sie jetzt unseren Generator für schwarze Löcher. Die stinken. Ich wette, die sind auch verwanzt. Kinderkura... Was? Kura-Kau-Spender. Da hat Rotkäppchen Kinder-Curaçao drin gelagert. Krass. Widerlich. Das Zeug rühre ich bestimmt nicht an. Was ist, wenn wir das mit dem... Egal, wie oft ich es versuche, Nein. Es klappt nicht. Okay. Sternkarten... Astrologie hat mich noch nie interessiert. Die sind auf jeden Fall neu. Na gut, wir wagen es, mit ihr zu reden. Ah, Nummer 2. Schnell, reden Sie. Ich habe Wichtiges zu tun. Ich bin vielleicht zweimal so groß wie du, kleiner Zwerg. Aber ansonsten verbindet mich nichts mit der Zahl 2. Ich bin hier die Nummer 1. Nummer 2. Sie kurzerhand über Bord zu werfen, würde leider zu massiver Weltallverschmutzung führen. Diesem Umstand verdanken Sie Ihr Leben. Also seien Sie gefälligst dankbar. Gibt es sonst noch was? Boah, ich hasse diese Göre. Ich hasse sie einfach. Kapitän, das Schiff braucht dich. Du musst auf die Brücke kommen. Nur zu viert können wir das Schiff sicher. Rotkäppchen habe ich dir schon von einem ausufernden, sehr gründlichen und geradezu erschöpfenden Pizzahaufen-Experiment erzählt. Kapitän Rotkäppchen, das Schiff braucht dich. Du musst auf die Brücke kommen. Nur zu viert können wir das Schiff sicher landen. Nummer 2. Schon Ihre fehlerhafte Titelansprache macht deutlich, dass die wahren Probleme auf einer ganz anderen Ebene zu finden sind. Kapitänin. Weder Sie noch die anderen Sexisten an Bord werden sich in Ihrem Wohlfühlpatriarchat noch lange suhlen können. Dank meines Handbuchs zur Errichtung feministischer Strukturen an Bord von Raumfahrzeugen wird die Gleichberechtigung bald obsiegen. Nicht das schon wieder. Können wir damit nicht warten, bis wir die Welt gerettet haben? Ja. Ha! Herauszögern ist ein alter Männertrick. Darauf falle ich nicht rein. Wir brauchen hier und jetzt eine Frauenquote von 50%. Zurzeit kommen auf jede Frau 3 Männer. Solange dieses Grundproblem nicht behoben ist, werde ich keinen Angriff mit dem Schiff durchführen. Wo soll ich mitten im All eine Frau auftreiben? Genau wegen dieser beschränkten Denkweise kann die Mission unter einem Patriarchat nur scheitern. Das Thema ist beendet. Nummer 2, wegtreten. Aha, also wir müssen mit der Corsage irgendjemanden zur Frau umoperieren. Und ich habe so die Befürchtung, als wenn wir das selber wären. Rotkäppchen, habe ich dir schon von meinem ausufernden, sehr gründlichen und geradezu erschöpfenden Pizzahaufen-Experiment erzählt? Mein Ziel war es, den größten Haufen Pizzaschachteln zu erschaffen. Und zwar ohne einen Plan zu haben. Einfach fallen lassen und... Nummer 2. Ihre durch Geplapper getarnte Inkompetenz ermüdet mich zusehends. Erstens heißt es Kapitänin Rotkäppchen. Boah. Zweitens führen vorgetragene Episoden aus ihrem Leben zum direkten Absterben von Hirnzellen beim Zuhörer. Apropos Gehirnzellen, kennst du schon meinen neuen Farbzauber? Der kann Gehirnzellen einfärben. Er hat fast keine Nebenwirkungen. Jedenfalls nicht bei... Cretin! Sehen Sie nicht, dass ich mich komplett aufzehre, damit diese Mission doch noch ein Erfolg wird? Himmel, bin ich müde. Ihr Geschwafel hat mich wirklich alles andere als angeregt. Ich brauche jetzt meine Ruhe. Na super. Die schmeißen uns echt raus. Ich dachte, ihr wollte pennen gehen. Was geht denn jetzt ab? Wieso leuchtet der Globus? Wollt ihr die andere Hälfte her? Ein schickes Modell der Zauberwelt. Sogar das Auge des Todes ist dargestellt. Sehr komisch. Schottenrock. Oh je. Gut, dass ich Nero nie getroffen habe, als er mit dem Teil rumgelaufen ist. Ob er darunter was hatte? Immer her damit. Okay, wir sind hier echt, glaube ich, gerade im Sammelwahn. Bett. Gardinenstange. Die Stange ist viel zu zerbrechlich, als dass ich jemanden damit ernsthaft verletzen könnte. Also nutzlos. Aber die Gardinenringe kann ich vielleicht noch gebrauchen. Ach, Herr Jemine. Was, lose Diele? Nanu? Eine lose Diele. Mal gucken, was sich drunter befindet. Oh, und die wird jetzt... Ach, gucke an! Hallo? Kriegshammer?
Wow, ein echter Kriegshammer. Ein echtes Sahneteil. Damit werde ich hier einiges umgestalten und... Berühre mich. Was? Und dein niederes Blut wird in Strömen fließen. Wow, der Hammer kann sprechen. Ja, diese Fähigkeit teile ich mit dem gemeinen Volk. Mein Name ist Siegfried, benannt nach meinem Erschaffer. Siegfried, dem Drachentöter. War das nicht der Typ, der einen Saurier gegrillt und anschließend ein Vollbart in seinem Blut genommen hat? So ähnlich. Nun, hier rasch die harten Fakten, die ihr wissen solltet. Rührt mich an und ich knacke euren Schädel wie eine Walnuss. Zweitens, besiegt einen roten Drachen und bringt mir sein Blut. Dann werde ich Seite an Seite mit euch kämpfen. Hat euer Gemüt dies soweit verinnerlicht? Drachenblut? Rotkäppchen. Ja, Drachenblut. Und sorget bitte für ein angemessenes Gefäß. Drachenblut überreicht man nicht in einem Sangria-Eimer. Ein edelsteinbesetzter Kelch oder dergleichen sollte es schon sein. Drittens, ich kann euch bei eurem Problem mit dem kochenden grünen Drachen helfen. Kochender grüner Drachen? Sumpfling. Der Sumpfling? Woher weißt du davon? Das geht euch rein gar nichts an. Als jahrtausendealter magischer Kriegshammer bin ich euch auch keine Rechenschaft schuldig. Nennt es Intuition. Bringt mir das Blut und ihr werdet über den grünen Drachen obsiegen oder sterbt einen Tod in Schande. Es liegt bei euch, Knappe. Okay, Baby, okay. Also Drache, denke ich mir, roter Drache, das wird Rotkäppchen sein. Der Schatz, den ich für Narrow gesammelt habe, den lasse ich hier. Vielleicht vermehrt er sich noch. Na. Das Foto eines berühmten Schauspielers, der Gouverneur Kaliforniens geworden ist. Ach. In Zärtlichkeit an meinen Lieblingskapitän mit Lippenstiftkuss. Boah, na wer das nur ist. Die Karte ist sowas von nutzlos, die lasse ich lieber hier. Okay, also dann ist tatsächlich nur Siegfried hier. Okay. Sieglinde, Statue eines Lustknaben. Diese Statue eines Lustknabens aus Gips haben wir beim Umbau der Black Pear gefunden. Narrow muss sie versteckt haben. Rotkäppchen hat mit ihren Folterwerkzeugen schon Spuren daran hinterlassen. Eieiei. Rotkäppchens Spielzeug. Allein der Gedanke daran, was sie damit anstellt, verursacht Schmerzen. Mini-Universum, was ist denn das? Ich frage mich, was passiert, wenn die Kugel zerbricht. Leider ist sie aus bruchsicherem Glas. Okay, das ist fast schon ein Widerspruch in sich. Spießig. Weich und warm. Nun gut, vielleicht nochmal mit ihr reden. Hallo, mit ihr reden, habe ich gesagt. Was gibt's, Nummer zwei? Oh, ich habe dir schon von meinem Ausufern... Nee. Schluss mit dem Geplapper. Tschüss. Tschüss. So, dann gehen wir mal raus hier. So, also, was haben wir denn jetzt alles? Die Gardinenringe. Den Schottenrock. Könnte Wenn ich einmal ein Frauenoutfit benötigen sollte, dann komme ich darauf zurück. Ja, wir brauchen eins. Den Tauchanzug. Diese Kombination führt... Nein. Zu etwas kaputt. Ah, okay. Der Wischmopp. Wenn ich einmal... Ja, und den als... Wenn ich einmal ein Frauenoutfit benötigen sollte, dann komme ich darauf zurück. Aber wir brauchen doch eins. Wir müssen die Frauenquote... Eine Metallflasche aus dem besten, feuerfestesten Material, das es gibt. Hm. Einmal umschütten, bitte. Feuerfest, feuerfest. Und jetzt einmal... So kriege ich die Brühe heiß. Doch wenn ich die Kanne wieder rausholen will, verbrenne ich mir die Pfoten. Schitte, schitte, schitte. Die Piratenflagge vielleicht? Ich wünschte, das hätte irgendein... Nein. Das Walfett am einschmieren? Nein. Moment, vielleicht hat der Sumpfling oben was... Wir hatten doch da jede Menge Kochutensilien, oder? Blutegel? Hab ich die vergessen einzusammeln, oder? Kommt zu mir, meine kleinen blutgierigen Freunde. Ah, okay. Blutegel, die
werden wir mit Sicherheit auf Rotkäppchen anwenden müssen, denn wir brauchen ja das Blut. Und wieso wird die Musik gerade so euphorisch? Kochhandschuh. Na, sieh mal einer an. Wenn ich dem Sumpfling sein geliebtes Kochzubehör einfach so wegnehme, heult er wieder. Und das nervt. Okay, dann reden wir mit ihm. Hey, Sumpfling! Schön zu sehen, Freund Simon. Meine Mannschaft hat die Brücke verlassen. Hast du eine Idee, wie wir da runter... Könntest du mir mal deinen Kochhandschuh ausleihen? Ich nicht, können dir geben beide Handschuhe für Kochen. Aber einen ich kann entbehren. Hier, nimm Freund Simon. Danke. Chef, ich bin auf der Suche nach... Hey, Chefkoch, ich bin auf der Suche nach frischem Kaffee. Mir leid tun, Freund Simon. Ich habe Lebensmittel alle vorher ordnungsgemäßigt entsorgt, denn gute Sumpfsuppe reichen ganz für ganze Fahrt. Ganz toll, du Idiot. Meine Mannschaft hat die Brücke verlassen. Hast du eine Idee, wie ich sie wieder hierher bekomme? Simon, warten, bis ich fertig habe Suppe. Dann alle glücklich und froh und bereit auf der Brücke zu tun ihre Arbeit. Oh mein Gott, er will uns mit diesem Zeug füttern. Diese Tragödie muss ich verhindern. Bis später. Oh Gott. Das Geile ist ja, er wird nie fertig mit seiner Sumpfsuppe. So, Handschuh mit diese der... Diese Kombination führt zu keinem... Okay, dann einfach nur da reinhalten. Jetzt macht das natürlich. So, jetzt ist die schwarze Brühe schön heiß. Ach, jetzt sind das... Ja, natürlich. Heiße schwarze Brühe. In der Metallflasche ist das heiße Kohlewasser besser. Ach nee. Genau. Das jetzt ihm geben. Hier, ich habe dir einen heißen schwarzen Kaffee mitgebracht. Verrückt. Geh weg mit dem Zeug. Denk an den Praktikantenvertrag. Wir brauchen dich auf der Brücke, Mann. Womit habe ich das nur verdient? Jetzt trink. Mann, ey. Na also. Geht doch. Oh, das wirkt. Aber Junge, der Kaffee schmeckt wie muffige Holzkohle. Hast du den gekocht? Nein. Scheiße. Was soll ich denn jetzt sagen? Auf wen soll ich jetzt die Schuld schieben? Auf wen soll ich jetzt die Schuld schieben? Nein, das war Rotkäppchen. Die garstige kleine Rotzgöre. Na, kein Wunder, dass das geschmeckt hat wie Gift und Galle. Ja. Mit der lege ich mich lieber nicht an. Die hat mich schon mal grün und blau geschlagen. Ah, da. Ja, der Wolf und das böse Rotkäppchen. Andersrum, Rotkäppchen und der böse Wolf. So, jetzt haben wir einen zur Arbeit buxiert. Jetzt ist nur die Frage, wie wir... Okay, den Sumpfling, da brauchen wir das Blut von ihr. Können wir die Blutegel einfach so mit ihr... Rotkäppchen sieht nicht so aus, als ob sie Lust auf eine Blutspende hätte. Moment, aber sie hat doch eben gesagt, sie legt sich jetzt hin ins Bett. Das heißt, wenn wir sie nochmal reizen... Jawohl. Rotkäppchen ist so verspannt. Eine kleine Blutegelkur hilft bestimmt. Jetzt müssen wir sie nochmal reizen. Was gibt's, Nummer zwei? Und zwar damit. Rotkäppchen, habe ich dir schon von meinem ausufernden, sehr gründlichen und geradezu erschöpfenden Pizzahaufen-Experiment erzählt? Mein Ziel war es, den größten Haufen Pizzaschachteln zu erschaffen. Und zwar ohne einen Plan zu haben. Einfach fallen lassen und... Nummer zwei. Ihre durch Geplapper getarnte Inkompetenz ermüdet mich zusehends. Erstens heißt es Kapitän Nin Rotkäppchen. Boah. Zweitens führen vorgetragene Episoden aus ihrem Leben zum direkten Absterben von Hirnzellen beim Zuhörer. Apropos Gehirnzellen, kennst du schon meinen neuen Farbzauber? Der kann Gehirnzellen einfärben. Er hat fast keine Nebenwirkungen. Jedenfalls nicht bei...
Kretin! Sehen Sie nicht, dass ich mich komplett aufzehre, damit diese Mission doch noch ein Erfolg wird? Himmel, bin ich müde. Ihr Geschwafel hat mich wirklich alles andere als angeregt. Ich brauche jetzt meine Ruhe. Hahaha, leg dich schön ins Bett. Die Koje, deine Freundin und Helferin. Jetzt wird's lustig. Was juckt da? Aua! Au! Hilfe, was ist das? Oh Gott, nein! Was sind das? Nein, Igitt, sie sind so schleimig. Au! Au! Ich soll aufhören! Bitte aufhören! Papi, Papi, ich will zu meinem Papi! Ich hab's doch gewusst. Das kleine Biest ist Papas Liebling. Jetzt gehört mir nicht nur dein Blut, sondern auch deine Seele. Sie fressen mich! Puh, ich bin die Biester los. Was waren das bloß für Monster? Ich gehe wieder zurück auf meinen Posten. In dieses Bett bekommen mich keine 10 Stuten mehr. Was gibt's Schöneres als einen süßen kleinen Racheakt? Okay. Kapitänin, Sie sehen so blass aus. Nummer 2. Eindringsalarm. Außerirdische Parasiten haben mich angegriffen. Aber ich bleibe auf meinem Posten. Sie müssen die Krankenstation rufen und das Quarantäneprotokoll ausführen. Kapitänin, wir haben an Bord keine Krankenstation und auch keinen Arzt. Genau genommen haben wir nicht mal Kopfschmerztabletten dabei. Was? Ich meine natürlich, das wusste ich selbstverständlich. Das ist sehr bedauerlich. Aber bei der Inkompetenz unserer männlichen Besatzungsmitglieder nicht anders zu erwarten gewesen. Naja. Ich könnte Ihnen nur zur Sicherheit die Wundstellen ausbrennen. Das würde ich gern für meine Kapitänin machen. Natürlich, Nummer 2. Wegtreten. Ja, Freunde, wegtreten ist ein gutes Stichwort. Das war es mit Simon für heute. Ich weiß es nicht, es ist gerade so geil hier. Ah! Okay, Freunde, schauen wir mal. Ja, ich glaube, ich mache noch einen Teil. Also, dranbleiben. Bis gleich. NRW Boy 18. Adieu.